Moin, heute mal per Video, da durch die Corona-Zeit leider unser Tag der Seenotretter ausfällt. Ich bin Carsten Ohme, Stationsleiter oder Vormann der Station Vetterwattersiel hier im schönen Budjaning. Und ich und meine freiwilligen Besatzungsmitglieder möchten uns auf diesem Weg herzlich bedanken für die Unterstützung, die wir durch die Förderer und Seenotretter-Freunde hier empfangen dürfen. Leider ist uns das dieses Jahr nicht möglich, dieses Schiff oder unser schönes Rettungsschuppen zu besuchen und hoffen, dass wir uns nächstes Jahr wiedersehen hier an gleicher Stelle. Ich bin Teddy Rode, ein langer Dienst gewesen der DGZRS und wir haben seit ein paar Jahren die Wilhelmine Wiese restauriert. Die Wilhelmine Wiese, das war eine Lehrerin, die, als sie merkte, dass sie etwas älter wurde, hat sie ein Testament gemacht und in dem Testament hat sie verfügt, dass ein Teil ihres Vermögens der DGZRS zukommt. Unter der Auflage, irgendwann möge ein Schiff ihren Namen tragen. Und somit ist dieses Schiff, die Wilhelmine Wiese, 1945 gebaut worden und hat dann den Namen bekommen. Von da an, 1945 an bis 1977, hat sie ihr aktiven Seenotdienst geleistet. Leider ist das Museum ja leider geschlossen wegen der Corona-Zeit, deswegen das kleine Video. Und hoffen wir, dass wir nächstes Jahr wieder offen haben und ganz viele Leute hier sich das alles in Ruhe angucken können. Und alle Fragen dazu wird Teddy wahrscheinlich dann auch beantworten können. Also schönen Dank und bis nächstes Jahr.